Als dann schon keiner mehr so richtig an eine Wende zum Besseren für den HSV glauben wollte, machten sich wieder die Gönner aus Homburg bemerkbar. Wieder so ein geschenktes Tor, das aber alle in Euphorie versetzte. Das 2:1 durch Miroslav Okonski wirkte auf die 14.000 Zuschauer wie eine Erlösung. Und auf der Hamburger Trainerbank drückte man die Daumen, dass es so bleiben möge. Die Zeitlupe zeigt, dass Okonski nach diesem Rückzieher von Gründel zweimal zutreten musste, ehe er richtig traf. Torhüter Klaus Scherer war da offensichtlich richtig irritiert.